Prinzip Verantwortung, das klingt schon wieder sehr deutsch, das passt auch sozusagen zum deutsch besetzten Panel. Ich freue mich sehr, hier mit Susanne Pfeffer zu sitzen, mit Barbara Steiner und mit Julia Voss. Dass wir ein rein weiblich besetztes Panel sind, ist mehr oder weniger dem Zufall geschuldet und hat nichts mit exponiertem weiblichen Verantwortungsbewusstsein zu tun. Bevor die drei mit ihren kurzen Statements beginnen, wollte ich sozusagen kurz skizzieren, was wir uns gedacht haben beim Prinzip Verantwortung. Das nimmt im Prinzip einige von den Themen auf, die ich schon in der Einleitung angesprochen habe. Aber ich denke, die wesentliche Frage, die im Raum steht, ist natürlich Verantwortung für wen? Also wem gegenüber fühlen wir uns verantwortlich? Wir im Sinne von wegen Menschen, die in der kuratorischen Praxis arbeiten, Menschen, die in das institutionelle Betriebssystem Kunst eingebunden sind, ist es in erster Linie das Publikum, gegenüber dem wir verantwortlich sind? Ist es die Institution? Ist es die Kunst? Sind es die Künstler? Das sozusagen Beantworten dieser Frage lenkt dann natürlich auch so ein bisschen sozusagen zum einen das Profil des institutionellen Handelns, aber auch mit Julia Voss haben wir eine Kunstkritikerin auf dem Podium sitzen, sozusagen den Blick auch auf natürlich sozusagen das institutionale Handeln im Sinne, wo wird verantwortlich gehandelt, beziehungsweise vor allen Dingen eben umgekehrt, wo wird unverantwortlich gehandelt. Ich könnte mir vorstellen, dass es ganz spannend ist, wenn Barbara Steiner anfängt, von der ich nämlich weiß, worüber sie spricht, und das ist sozusagen etwas, was überaus interessant ist. Es geht nämlich nochmal sozusagen um das klassische, fast schon Konfliktterritorium der privaten Sammlung und der öffentlichen Institution, beziehungsweise auch die Frage, ob das so ein großer Konflikt ist oder ob es nicht sozusagen ein falscher Schauplatz ist, der ganz andere, viel wichtigere Fragestellungen überdeckt. Ja, danke. Aber da ich schon erwartet habe, dass ich das tun soll, werde ich jetzt einen kleinen Umweg nehmen, um dann auf das private Engagement oder das Eindringen der Privaten in die öffentlichen Häuser zu sprechen. Ich soll mich ja auch gleich vorstellen und über den Problemhorizont sprechen, der hier in den nächsten Tagen verhandelt wird. Also, das Erste, worüber ich sprechen möchte, ist ein EU-gefördertes Forschungsprojekt, also Projekt, wir haben schon gehört, dass heute das Format Projekt das Format schlechthin ist. Es geht bei diesem Forschungsprojekt um die Sichtbarkeit und die Möglichkeiten von Museen an, nennen wir es mal, geografischen, wirtschaftlichen und medialer Peripherien. Ich nenne es mal die Player, ich glaube, das ist in dem Fall ganz wichtig. Das ist das Museum of Modern Art Vojvodina in Novi Sad. Das ist das Museum of Contemporary Art in Zagreb, die Tapies Foundation in Barcelona und die Koroška Galerie in Slovengradec. Jetzt kann man sagen, naja, Barcelona, das ist keine geografische Peripherie. Aber es geht ja nicht unbedingt nur um Geografie, sondern es geht tatsächlich um Aufmerksamkeit, die sich an bestimmte Orte heftet. So, mein Schwerpunkt ist die Koroška Galerie in Slovengradec. Ich bin mir sicher, dass die Menschen, die hier sitzen, noch niemals von diesem Museum oder diesem Ort gehört haben, obwohl er, als es noch Jugoslawien gab, war dieses Museum ein international bedeutender Ort und es gibt immer noch eine Sammlung, die das widerspiegelt. Also in dieser Sammlung gibt es dann Arbeiten von Vasarely, von Satkine, von Friedländer, Byrén. Also das, wo man sagen kann, interessant, wie kommt das dahin? Aber nichtsdestotrotz, es liegt eben in einer Aufmerksamkeitsperipherie. Und das ist relativ natürlich, weil ich war vor kurzem in Ljubljana und dort hat Irwin bei einer Podiumsdiskussion sich beklagt, die internationale Ignoranz an Slowenien und an Ljubljana, um dann festzustellen oder wenig später zu sagen, ja, aber in Slowengradec waren sie noch nie, weil was gibt es da? Also das kann auch innerhalb eines solchen Landes, die Einschätzung dessen, wo die Peripherie ist und wo sie liegt, die kann sich sehr stark verändern. Warum erwähne ich das? Weil diese Frage der Aufmerksamkeit, die sich an etwas oder auf jemanden, an jemand richtet, die hat politische und wirtschaftliche Konsequenzen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, im Rahmen einer solchen
Diskussion über kuratorische Ethik darüber zu sprechen, was ist, wenn es kaum oder keine Aufmerksamkeit mehr gibt an den Kunstinstitutionen. Das kann unter Umständen ein genauso großes Problem werden, wie wenn es ständig neue Begehrlichkeiten gibt aus Politik und von Privaten, ob Sammler oder Galerien sind, also wenn es darum geht, diese Begehrlichkeiten abzuwehren. Und ich glaube, dass beides relevant ist für diese Diskussion. Das Projekt, auch ein Projekt, das Vanessa ansprach, ist eigentlich aus einem ganz ähnlichen Grund entstanden. Es heißt Carte Blanche. Es wurde in Leipzig in der Galerie für zeitgenössische Kunst 2008/09 durchgeführt, weil es im Osten Deutschlands und auch spezifisch in Leipzig kaum nennenswertes privates Engagement gegeben hat und bis zum heutigen Tag eigentlich nicht gibt. Was habe ich gemacht? Ich habe, man könnte sagen, kontaminierte Gruppen mit stark belasteten, also Feindbildern, Galeristen, zwei kommerzielle Galeristen, Unternehmen von einem kleinen Start-up bis zum großen Aktienunternehmen und private Sammler eingeladen, ihre Form von Engagement für die Kunst im Format einer Ausstellung darzustellen. So, das Projekt wurde sehr kontrovers diskutiert, was aber wichtig ist zu wissen, dass es Regeln gab und Bedingungen zur Durchführung und die wurden auch im Vorfeld kommuniziert. Ich glaube, die größte Kontroverse war, dass die Eingeladenen nicht nur ihre Ausstellungen bezahlen mussten, sondern auch gemeinsame Formate, von denen wir im Museum angenommen hatten, dass sie die nicht bezahlen würden. Und in der Tat, also es ist ungefähr alles, was mit Vermittlung zusammenhängt, auch gemeinsame Produktionen, Buch, Webauftritt und so weiter. Aber auch bis hin zu den Betriebskosten. Und was auch noch ein Teil war, nicht nur das Bezahlen, sondern auch eine Bedingung, sich auch auf das Museum einzulassen. Das heißt auch auf eine Auseinandersetzung mit den Personen, die im Museum arbeiten und auch die Interessen, die letztendlich andere sind, zwangsläufig eines öffentlichen Museums, denn vom privaten. Der Titel Carte Blanche ist insofern irreführend gewesen, aber absichtlich. Es meinte nicht, dass die Eingeladenen tun können, was sie wollen. Es war so gemeint, im Falle eines Konflikts, wenn man sich nicht einigen kann, dürfen die Eingeladenen tun, was sie wollen. Aber das Museum behielt sich das Recht vor, diesen Konflikt zu publizieren. Das haben wir genauso gemacht. Ein privates Sammlerpaar ist zurückgetreten und die Ausstellungsräume wurden nicht vermietet. Wir haben alles ausgeschickt, was man normalerweise ausschickte in dem Rahmen. Es gab einen Aufsteller, der sagte, diese Ausstellung fällt aus. Und es wurden in den leeren Ausstellungsräumen Führungen gemacht, die über die Gründe und Diskussionen auch geführt, über die Gründe des Scheiterns. Also das war sozusagen die Reaktion darauf letztendlich. Worum ging es? Letztendlich war es für mich interessant, eine visuelle Form auch zu finden, verschiedene Haltungen zu zeigen. Also das bildete sich ja wirklich in den Ausstellungen ab und auch Interessenskonflikte zu thematisieren. Aber gleichzeitig, durchaus positiv gedacht, Potenziale privaten Engagements für das öffentliche Museum zumindest zu überlegen, wo sie denn sein könnten, sollte es sie geben. Und ich würde sagen, im Nachhinein, es gab sie und es gibt sie. Das Projekt wurde aus dem Leipziger Kontext entwickelt, ist aber letztendlich auch in zwei Richtungen gegangen, die ich glaube für hier auch wichtig sind. Das ist einerseits, das haben wir heute bei dem Vorgängerpanel gehört, eine zunehmende Einflussnahme von Privaten gibt, also nicht nur auf Künstler und Künstlerinnen, sondern auch auf Institutionen, auf Museen, aber dass es genau gleichzeitig auch ein Abwenden vom Museum gibt. Und diese beiden, also dass man gar nicht mehr Interesse hat, mit Leuten sich im Museum, mit einem öffentlichen Museum rumzuschlagen, sondern man gründet entweder seine eigenen Museen und damit erspart man sich auch eine gewisse Rechtfertigung. Das ist das Großartige mit Öffentlichkeit und öffentlichem Anspruch. Es gibt einfach auch andere Rechtfertigungsnotwendigkeiten. Und was mich interessiert hat, war, wie können Private in öffentliche Agenten eingebunden werden? Wie kann man sie, unter Anführungszeichen, wieder auch involvieren? Und dass das Museum und die Privaten, dass es Verhandlungen, dass es ein Verhandlungspartner, Sparringpartner gewissermaßen auf Augenhöhe sind. Und diese Augenhöhe, da komme ich jetzt zum nächsten, allerdings kürzer. In Wien habe ich im letzten Jahr wieder ein Projekt begonnen, heißt Freunde und Komplizen im Künstlerhaus. Und da ging es auch um Fragen der Augenhöhe zwischen Kunst und Wirtschaft und auch die Frage, wie sieht das mit Selbstbestimmung aus? Und mich haben in diesem Fall besonders Künstler-Künstlerinnen-Vereinigungen interessiert.
oder interessieren mich, das geht weiter. Das heißt, wie kann man aus der Perspektive der Kunst auf Ökonomisierungsprozesse antworten? Und wie kann man als Akteur im künstlerischen Feld sich im wirtschaftlichen Bereich bewegen, aktiv sein, ohne deshalb Gemeinschaft oder Gemeinwohl aus den Augen zu verlieren und natürlich auch künstlerische Ansprüche. Die Künstlerinnenvereinigungen sind deshalb interessant und mich interessiert da wirklich ein Zeitraum von 150 Jahren. Es geht nämlich weiter. In diesem Jahr ist es die VBKÖ, die Vereinigung Bildender Künstlerinnen, und im nächsten Jahr die Sezession. Es ist deshalb spannend, weil es dort unglaublich interessante Dilemma gab im Verlauf dieser 100-jährigen Geschichte zwischen einem Kunstanspruch und ökonomischen Notwendigkeiten. Und man hat sehr interessante Antworten darauf gefunden. Manchmal stand man mit dem Rücken zur Wand, manchmal waren die Antworten geradezu visionär. Ich glaube, es ist besonders interessant, heute auch von genau diesen Dingen zu erfahren und auch darüber zu sprechen. Über viele Jahrzehnte war das vor allem ein Problem von Künstlerinnenvereinigungen. Heute, denke ich, ist es ein Problem von allen Institutionen geworden. Und deshalb ist es auch spannend, da nochmal spezifisch darauf zu gucken. Soweit. Susanne Pfeffer leitet das Fridericianum in der Peripherie, aber überhaupt nicht in der Peripherie der Aufmerksamkeit. Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich habe das eigentlich sehr persönlich genommen, weil ich das, glaube ich, auch beim Kuratieren sehr wichtig finde, dass man, es gibt so wenig gute Worte dafür, Haltung ist irgendwie auch falsch, aber es gibt irgendwie auch kein anderes Wort. Ich sollte auch kurz vom Hintergrund erzählen, ich glaube, als ich angefangen habe zu kuratieren, war das noch nicht so ein Modeberuf, was, glaube ich, auch ein Thema ist in der Form, wie kuratiert wird. Und mir war lange gar nicht so ganz klar, in welchem Feld ich arbeiten möchte. Ich hatte mich eigentlich mehr aufs Mittelalter und die Renaissance konzentriert und fand oft so in Berlin dieses Zeitgenössische ganz schön hart und war da eigentlich sehr unsicher, ob das überhaupt mein Bereich werden würde. Dann war aber die Zusammenarbeit mit Künstlern mir doch so wichtig, dass ich das einfach viel spannender fand, am Jetzt zu arbeiten und natürlich diese, die auch toll ist, wenn man mit anderen Epochen arbeitet, die historische Distanz nicht zu haben und wirklich in dem zu sein, was man eigentlich untersucht. Und ich glaube, das ist für mich das Wichtigste, dass Kunst eigentlich versucht, also Wahrheiten zu finden, also eine Wahrheitssuche ist. Und ich empfinde das als Verantwortung eines Kurators, dieser wirklich, wie ich finde, gesellschaftlich wichtigen Recherche auch eine Plattform zu bieten. Und das fordert vor allem, finde ich, Respekt und Ernst vor der Kunst, vor den Künstlern und natürlich auch vor den Besuchern, die, finde ich, leider oft auch vergessen werden, für die wir eigentlich die Ausstellung ja auch machen. Und ich glaube, jetzt im zeitgenössischen Kontext, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich Zeit nimmt, was, glaube ich, auch immer schwieriger ist, aber sich wirklich auch intensiv mit künstlerischen Positionen auseinanderzusetzen und das auch mehrfach und wirklich auch das Gespräch zu suchen. Also viele junge Künstler kommen zu mir und sagen, dass ich die erste Kuratorin bin, die mit ihnen über das Werk spricht. Und das, denke ich, ist schon auch wichtig, dass man sich natürlich erstmal visuell mit dem Werk auseinandersetzt, dann aber natürlich auch mit einer künstlerischen Position. Und das ist dann, finde ich, auch, also wie gesagt, ich fange jetzt wirklich ganz unten an, ohne das jetzt global zu betrachten, weil das finde ich auch immer sehr schwierig. Und das ist natürlich dann wichtig, auch in einer Einzelausstellung, den Ideen dann wirklich auch in seiner ganzen Form eine Plattform zu bieten. Und bei Gruppenausstellungen ist es mir sehr wichtig, dass ich nicht, es gibt natürlich viele spannende Themen in der Welt, aber eigentlich, finde ich, müssen sich die Themen aus künstlerischen Positionen entwickeln. Und das war eigentlich auch immer ein Prinzip bei Gruppenausstellungen, dass eigentlich immer zumindest ein, zwei oder drei Arbeiten gab, die überhaupt zur Themenfindung geführt hat. Weil ich es auch problematisch finde, wenn man sich ein Thema sucht und Kunst genommen wird, eigentlich nur eine These zu illustrieren. Ich bin natürlich auch eine Vertreterin einer Institution. In der Institution ist das Tolle, was ich gesagt habe. Man kann halt jemandem eine Plattform geben, man kann Kunst zeigen, man kann sie vermitteln oder ist natürlich auch der Auftrag. Parallel sind Institutionen auch so gebaut, dass sie am liebsten nur sich selbst verwalten. Also Institutionen können wunderbar ohne Ausstellungen und ohne Kunst existieren, im Grunde auch lieber, weil es ist eigentlich sonst zu anstrengend. Und ich finde deswegen auch eine Verantwortung eines Kurators oder eines Direktors oder
jedes Mitarbeiters auch innerhalb der Institution eigentlich für die Kunst, klingt jetzt so pamphletisch, aber doch zu kämpfen, weil es ist immer auch im Kampf in kleinen Dingen Dinge durchzusetzen, die wichtig sind für den jeweiligen Künstler und dessen Werk oder die Rezeption des Werkes und auch für den Besucher, der diese Ausstellung sieht. Und da sind wir vielleicht auch, wir haben vorhin auch schon, wurde Björk angesprochen, es geht natürlich auch immer darum, dass man definiert, was ist der Auftrag dieser Institution. Und der ist natürlich unterschiedlich. Also ich habe an mehreren gearbeitet und natürlich hatten die Kunstwerke einen anderen Auftrag als jetzt das Fridericianum. Und ich finde, darüber muss man nachdenken. Und dem sollte man auch, ich finde, das Schöne ist, wenn man an einer öffentlichen, was du auch gerade angesprochen hast, Institution arbeitest, ist man natürlich auch der Öffentlichkeit schuldig, darüber zu reflektieren und sich dem zu positionieren. Vielleicht noch zum Schluss, was mich immer, glaube ich, in dieser Diskussion immer so ein bisschen stört, ist, dass dieses Thema, dass die Verflechtung natürlich von Kunst, Macht und Geld ist ein wahnsinnig altes Thema, es ist nicht neu, es gab immer die Einflussnahme von Macht und Geld auf die Kunst. Kunst hat, wir haben auch vorhin über die Sichtbarkeit von Kunst, ist auch schwierig, wenn Kunst nicht gefördert wird, dass sie überhaupt eine Sichtbarkeit hat. Ich glaube, man muss das manchmal ein bisschen historischer sehen, weil sonst hat man immer diesen Fokus, heute ist alles noch schlimmer und ich glaube, man muss das schon ein bisschen komplexer versuchen zu begreifen und als Institution ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sich auch diese Rollenaufteilung, also bewusst ist, dass, was der Auftrag einer Institution ist, was der Auftrag eines Sammlers ist, einer Galerie, eines Künstlers, der Politik, bei einer Institution natürlich auch wichtig und der Öffentlichkeit und ich finde es auch wichtig, dass man diese Rollen trennt. Also ich würde nie Kritiken schreiben. Ich habe bis jetzt auch in meinem Leben nie jemanden beraten. Ich finde, das sind so Sachen, ja, der man sich bewusst sein soll, wenn man den, ich habe den Auftrag, diese Institution zu machen und muss dann auch versuchen, diese Unabhängigkeit, so gut es geht, natürlich zu wahren. Und das ist natürlich immer auch nicht einfach, aber ich glaube, das ist das Ziel und ja. Das war eigentlich jetzt mein Ethos vom Kuratieren. Ja, ich habe, hallo, ich habe auch ein paar Bilder mitgebracht. Mein Name ist Julia Voss. Genau. Ich bin Kunstkritikerin der Frankfurter Allgemeine. Ich bin die leitende Kunstredakteurin, zusammen mit Niklas Mark leite ich das Kunstressort. Bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Kunstredakteurin hat man noch mehr Aufgaben als nur Kunst. Ach, wie lieb von euch. Ja, ich werde ein paar Bilder zeigen. Danke. nein, nicht alle gehen. Ich komme mir so einsam vor. Okay. Als Kunstredakteurin hat man noch mehr Aufgaben als nur Kunstkritiken zu schreiben. Ich kann darauf jetzt nicht eingehen, vielleicht kommt es noch zur Sprache. Ich werde mich jetzt einfach mal als meine Aufgabe als Kunstkritikerin konzentrieren. Ich freue mich sehr, deswegen sehr hier da zu sein, weil diese Konferenz Probleme behandelt, die ich täglich beim Schreiben habe und auf die ich auch keine festen Antworten habe. Ich habe vorher, wie wahrscheinlich die meisten von uns, Kunstgeschichte studiert. Habe auch promoviert in Kunstgeschichte und auf der einen Seite hat natürlich, war das die Qualifikation für das, was ich heute mache. Ich habe natürlich davor auch schon journalistisch geschrieben, also bin dann 2007 zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung gekommen, erst als Sachbuchredakteurin, dann Ende des Jahres 2007 war ich leitende Redakteurin eben im Kunstressort. Und mein Kunstgeschichtsstudium hat mich auf der einen Seite sehr gut darauf vorbereitet, was ich machen würde. Es hat mir ein historisches Panorama gegeben. Ich selbst habe über naturwissenschaftliche Illustrationen des 19. Jahrhunderts, über die Buchillustrationen von Charles Darwin promoviert. Dieses Thema Kunst und Wissenschaft ist natürlich auch etwas, was viele, nicht nur früher, sondern auch Künstler heute interessiert. Was mir auch mein Kunstgeschichtsstudium beigebracht hat, ist natürlich eine gewisse Institution, was du gerade gefordert hast, mit einem historischen Weitblick zu sehen, ein bisschen ihre Geschichte zu kennen, woher kommen die Museen und so weiter. Erstes Bild bitte, Juliane. Bis zu der Frage, wie sie das geworden sind, was sie heute sind. Eben
wie zum Beispiel sowas wie Brian O'Doherty in seinem berühmten Buch behandelt hat, in der weißen Zelle, wie sowas entstanden ist. Und auf der anderen Seite habe ich sehr schnell gemerkt, als ich dann Kunstkritikerin bei der Zeitung war, dass mich mein Kunstgeschichtsstudium auf viele Sachen überhaupt nicht vorbereitet hat. Nächstes Bild bitte. Und es wird im April noch ein Buch erscheinen von mir, was sozusagen ein bisschen das Pendant ist zu diesem anderen berühmten Buch, das da in der weißen Zelle heißt, Inside the White Cube. Das Buch, was kommen wird, heißt Hinter weißen Wänden, Behind the White Cube. Also es geht um all diese Machenschaften, die sich hinter der weißen Zelle abspielen. Das Buch ist mit Zeichnung und ich danke auch Markus Weisbeck, der hier ist, für die Artdirektion dieses Buches. Das ist, was uns heute interessiert, was sich Behind the White Cube abspielt. Das interessiert mich aus zwei Gründen, und zwar zum einen, weil ich glaube, dass die Frage der Ökonomie der Kunst auch ganz zentral mit ästhetischen Fragen zusammenhängt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da sozusagen ein Zahnrad läuft, was so leer vor sich hinläuft und vorne wird was produziert, sondern es bestimmt auch die Ästhetik dessen, was wir anschauen, und es bestimmt natürlich auch, wie diese Institutionen arbeiten. Was mich als Kunstkritikerin, also was ich schnell gemerkt habe, dass es sowas wie zwei Welten gibt. Hier wurde das Thema Verantwortung genannt. Auf der einen Seite wurde gesagt, dass es sowas wie die Öffentlichkeit gibt. Und wir als Zeitungsjournalisten sind natürlich Teil dieser Öffentlichkeit. Und wir sollen für diese Öffentlichkeit berichten. Und ich fühle mich vor allen Dingen eigentlich verantwortlich meinen Lesern gegenüber. Und das ist eine große öffentliche Welt, die existiert und die natürlich auch von allen aktiven Personen des Kunstbetriebs mit Informationen beliefert werden. Und ich habe gemerkt, dass eine ganz bestimmte Art von Information sehr häufig bei uns ankommt und eine andere Art von Information nie bei uns eintrifft. Und das meine ich mit zwei Welten. Es gibt eine kleine zweite Welt, das ist eine kleine exklusive Welt. Nächstes Bild bitte. Die sich hinter den weißen Wänden abspielt. Und da wird teilweise sehr selbstverständlich von Wertsteigerungen, Investitionen, Steuerersparnissen, ganz wichtiges Thema, gesprochen, also von Geld, Deals und Netzwerken. Und das ist eine Welt, die die Öffentlichkeit und auch wir eigentlich nicht sehen sollten. Ich habe mal in der Kritik geschrieben, dass ich mir teilweise vorkomme, wenn ich Kritiken schreibe oder wenn ich zur Ausstellung fahre, als hätte ein Coca-Cola eingeladen, die Form der Flasche zu interpretieren. Nächstes Bild bitte. Das ist auch Teil dieses Buches, also dieser Zeichnung, die Philipp Deines für das Buch gemacht hat. Das ist sozusagen die Ausstellungssituation, dass man in diesem Ausstellungsraum steht und dahinter tut sich sehr viel. In dem Buch kommt vor, was diese vielen Sachen, die jetzt hier ein bisschen erratisch im Hintergrund sich abspielen, was die bedeuten. Mir geht es vor allen Dingen eben um diesen Eindruck, dass man das Gefühl hat, man bekommt eine ganz offensichtliche Schauseite hingehalten und es gibt noch eine andere Seite, das ist eine Welt dahinter, die man eigentlich nicht sehen sollte. Für mich ist es wichtig als Kunstkritikerin, dass wir von dieser Welt dahinter berichten. Nicht, weil ich glaube, dass es sozusagen so von vornherein Bösewichte gibt, die es zu entlarven gibt, sondern es gibt einfach, Faktoren, die auf die Ästhetik einwirken, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, wie das zustande kommt, und ich glaube auch, dass die Leser ein Recht darauf haben, hinter diese Kulisse zu schauen. Sie sind meistens auch die Steuerzahler und die Finanziers praktisch dieser öffentlichen Museen, und ich glaube, sie haben ein Recht darauf zu wissen, ja, was da passiert. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich finde, das waren eigentlich sehr gut zusammenpassende Statements. Zum einen haben wir was von kuratorischem Selbstverständnis gehört. Das ist etwas, was gerne in institutionellen Mission Statements mit bestimmten blumigen Floskeln beschrieben wird, aber selten sozusagen mal explizit wirklich auf das eigene Tun appliziert wird. Sehr interessant fand ich auch, dass du gesagt hast, dass du sozusagen für eine klare Rollentrennung bist. Das ist für mich, glaube ich, auch sozusagen eine der Problemzonen in Bezug auf die kuratorische Ethik, dass nämlich viele natürlich ganz vieles machen, dass sie sozusagen immer die Sprecherpositionen verändern, also Kuratoren, die dann plötzlich eben schreiben über andere Leute oder die eben beraten oder die in Juries sitzen, und es eigentlich sozusagen gar nicht so ganz klar ist, aus welcher Position heraus gerade argumentiert wird.
Interessant finde ich auch, nachdem das vorherige Panel sozusagen die totale Ökonomisierung der Kunstwelt sozusagen pessimistisch festgestellt hat, kommt hier ja doch jetzt eine sehr viel stärker historische Perspektivierung hinein, so unter Motto, vielleicht sind es einfach nur Radikalisierungen von Entwicklungen, die es schon seit langem gibt, die vielleicht sozusagen genuin zur Kunst dazugehören, sozusagen Kunst jenseits des Monetären gibt es nicht. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen naiv zu denken, dass sozusagen man trennen könnte zwischen der Kunst als Handelsware und der Kunst als ästhetischem Objekt. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, was auch bei deinem Projekt hier für das Künstlerhaus sehr stark im Vordergrund stand, sozusagen das Transparentmachen von auch eben Finanzierungsmodellen, von sozusagen Abhängigkeiten, von überhaupt Strukturen. Ist das vielleicht sozusagen ein Defizit, dass sozusagen vieles hinter der weißen Wand stattfindet und eben überhaupt nicht sozusagen klar ist, wie es läuft? Ja, ich glaube, es findet ja nicht hinter der Wand statt inzwischen, sondern sichtbar im White Cube. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen den 60er und 70ern. Also der White Cube ist wirklich der Bestseller schlechthin. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum natürlich kommerzielle Galerien sowieso schon seit langem, aber auch Shops White Cubes sind letztendlich. Ich möchte vielleicht vorausschicken, dass ich die Kunst liebe, nicht? Und dass ich auch mich unglaublich gerne und sehr intensiv mit Künstlern und Künstlerinnen unterhalte, stundenlang. Trotzdem glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns, die wir, es ist ganz egal, ob in Institutionen oder in Projektform, mit Rahmenbedingungen, mit unter denen, also dass wir uns mit Rahmenbedingungen, mit politischen, wirtschaftlichen und sozialen, unter denen überhaupt künstlerische und kuratorische Produktion stattfindet. Dass es nicht nur künstlerische Überlegungen sind. Ich hadere immer damit, dass sozusagen eine Ausstellung nach der anderen, die sehen auch plus minus immer ähnlich aus, und letztendlich die Diskurse sind ausgelagert, die finden dann woanders statt und zu anderen Zeitpunkten. Sie finden aber niemals in den Ausstellungen, in den Programmen der Häuser statt. Und das ist etwas, was mich stört. Und ich glaube, dass man neben den künstlerischen Überlegungen, für die wir nämlich das alles machen, das würde ich sagen, das ist auch genau meine Motivation überhaupt, ich würde sagen, ein strukturelles Interesse zu haben, dass man eben auch regulatorische Rahmen, Kontexte und Konditionen zur Durchführung mitdenkt. Und dass es auch wichtig ist, das zu zeigen, auch abzubilden und Formate und Formen dieses Zeigens zu finden. Das andere, was mich interessiert, und da bin ich mit Nikolaus nicht einer Meinung, und mit vielen anderen Dingen, die im letzten Panel gesagt wurden, ich glaube, dass es, also wir hatten ja hier schon gesagt, ökonomische von künstlerischen Debatten zu trennen, das bringt nichts und historisch stimmt sowieso nicht. Also das, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass wir eine neue Situation haben, das wurde auch schon angesprochen, zunehmende Hybriditäten, Amalgamisierungen, Fluiditäten, Rollenwechsel, Positionswechsel, man kommt kaum hinterher und auch Verunklärungen, nennen wir es mal so, oder Unlesbarkeiten, wer aus welcher Position wie spricht. Und das einzufordern, würde ich auch sagen, ist absolut notwendig. Ich denke aber nicht, dass, also mich interessiert deshalb das auch mit Künstlerhaussezession und VBKÖ. Und mich hat das auch interessiert, in der Galerie für zeitgenössische Kunst kommerzielle Formate, nicht nur kommerzielle Formate, aber die auch sozusagen nochmal aufzurufen und sie anders zu interpretieren und auch anders durchzuführen. Also auch eine, also diese Frage, was der Mann das sagte, dass auch der ökonomische Raum kann auch ein emanzipativer Raum sein. Das war genau der Grund, warum man überhaupt das Künstlerhaus gegründet hat. Und das rutscht aus den Debatten raus. Die Frage ist nämlich nicht, begibt man sich auf das wirtschaftliche Terrain oder wird man sozusagen nicht hineingezogen, sondern für mich ist die Frage, was tut man dort, mit welchem Ziel? Was ist letztendlich, was ist der Fluchtpunkt? Wozu tun wir das alles? Und es kann durchaus auch emanzipativen Überlegungen geschuldet sein, sich auch auf ein solches wirtschaftliches Terrain zu begeben. Und wenn ich jetzt sagen würde, Vitamin Creative Space, Galerie U in Minsk oder auch KOW in Berlin, das sind alles Orte, die letztendlich ganz bewusst wirtschaftlich agieren, aber mit völlig anderen Zielsetzungen. Und da sehe ich dann sozusagen die negative Ökonomisierung nicht in dem Maße. Das sind für mich interessante Modelle, die gibt es aber auch in künstlerischen Projekten selbst. Und deshalb glaube ich, dass es sich lohnt, dass es auch mehr und mehr Positionen gibt, die sagen, ja, wir begeben uns auf dieses Terrain,
Ja, wir unterwerfen uns dem aber nicht kritiklos, sondern es geht darum, auch bestimmte Mechanismen herauszufordern. Das ist jetzt wieder so ein utopischer Moment, dass da reinkommt, weil ich glaube, dass das die Kunst sehr wohl kann. Und auch aktiv mitzugestalten, auch wirtschaftliche Verhältnisse mitzugestalten. Aber das habe ich irgendwie von Anfang an bei deinem Projekt überhaupt nicht verstanden. In dem Moment, wo ich eigentlich dann sage, hier Wirtschaft, habt meinen Raum, dann gebe ich doch auch dieses ganze Potenzial, was ich habe, also die Verantwortung, dass ich sage, okay, es gibt Menschen in Leipzig, die wollen Ausstellungen sehen und vielleicht auch woanders her. Und ich sage jetzt, super, dieser Sammler kriegt das jetzt, diese Galerie, die ja E-Räume hat, kriegt das jetzt. Ich verstehe das gar nicht vom, ich finde, man kann sowas ja diskutieren und versuchen sichtbar zu machen und eine Plakataktion machen. Aber ich finde, wenn man diese Räume und die Möglichkeit dort anderes, also ich finde, man muss ja auch immer darüber nachdenken, dass jede Ausstellung, die man macht, auch eine andere Ausstellung unmöglich macht. Also das ist doch, wenn man eigentlich diese Chance hat, und das empfinde ich immer, ich meine, das ist schon toll, wenn man das Glück hat, irgendwie wirklich auch von Steuergeldern, und das finde ich ist dann ja auch der Auftrag, Ausstellungen machen zu können, dann finde ich, hat man auch die Verantwortung, diese Räume auch dementsprechend, und ich hatte in Berlin nie Geld und ich habe trotzdem keine Galerien gehabt, die irgendwie Ausstellungen finanziert haben. Also ich finde, man, für mich ist das auch eine Institution, ein Kampfplatz. Und wenn ich einfach sage, ja hier Galerist X, hab den Raum, Sammler Y, nimm den Raum. Ich habe das... So war es nicht. So war es nicht. Auch, ja, und das habe ich auch versucht zu sagen. Dann habe ich es nicht verstanden. Ich muss es jetzt wiederholen, befürchte ich. Das Entscheidende war nämlich... Also was konnte man sehen dann eigentlich, also, wenn ich in die Ausstellung kam? Ich will jetzt einmal visuell das wissen. Vereinbarungen, die auch tatsächlich, es ist so... auf beiden Seiten gab es auch Verpflichtungen und Verantwortung. Und letztendlich ging es wesentlich nicht darum, hey, wir machen, ihr könnt machen, was ihr wollt, sondern es ging um einen Prozess, um einen wechselseitigen, um sich auch wechselseitig herauszufordern in dem, was man tut, was man nicht tut. Und auch Grenzen zu setzen von Seiten der öffentlichen, also von Seiten der Einrichtung zu sagen, und das geht nicht und das wollen wir nicht. Und dann kommt der Berater, ja, aber ich möchte das. Und dann gibt es tatsächlich eine sehr lange Zeit, die man gemeinsam verbringt und wo man versucht, auch gemeinsam etwas möglich zu machen. Und es ist tatsächlich so gekommen, es wächst dann auch ein wechselseitiges Verständnis. Aber was mich auch interessierte, ist, dass unterschiedliche Auffassungen auch von dem, was eine Ausstellung ist, was in einer Ausstellung gezeigt wird, das bildete sich ab. Und es gab ja nicht nur die Ausstellung, sondern auch ein diskursives Programm. Das heißt, es gab auch sehr viel Auseinandersetzung vor Ort mit den Protagonisten, das war auch total wichtig. Aber auch zu sehen, was will jeder von den Playern, mit denen man tatsächlich, also ich glaube auch, es ist wichtig, dass man eine Auseinandersetzung mit Privaten führt, aber nicht in dem Sinn, dass man ihnen das Terrain überlässt, sondern dass man tatsächlich sie auch herausfordert in dem, was sie möchten und dass man ganz klar, und die Verantwortung, das würde ich 200%ig unterschreiben, Grenzen setzt und Nein sagt. Und genau das war das Projekt eigentlich. Aber kannst du das mal explizit machen? Ich verstehe das immer noch nicht. Das kann ich schon explizit machen, aber das ist jetzt, okay. Also, dass jemand... Wie müssen wir uns die Ausstellung vorstellen? Also ich glaube, die Frage, die das impliziert ist, es ist natürlich sozusagen auf der einen Seite ein Rahmenwerk, was auch ausgehandelt wird von der Institution und den eingeladenen Akteuren. Aber wenn ich jetzt die Privatsammlung X sehe als Publikum oder auch eben sozusagen als rezensierende Redakteurin, sehe ich dann, dass etwas substanziell anders ist oder ist sozusagen, sind es nicht doch eben auch schon sozusagen die vorhin gerade etwas kritisierten Hybridisierungen, wo sozusagen andere Rollen temporär eingenommen werden? Also ganz konkret, Private haben in der Tendenz, und ich würde sagen, das ist bei 99% extrem ausgeprägt, Vermittlung ist ihnen relativ egal. Sie lieben die Kunst und sie denken, alle anderen würden sie auch automatisch lieben. Das heißt, dass du überhaupt Wert drauf legst, als eine öffentliche Einrichtung, und da ist es für mich essentiell, so etwas wie ein Vermittlungsprogramm zu haben, von Kindern bis hin zu Erwachsenen, sehen sie sozusagen nicht ein. Das wurde eingefordert. Oder auch Beschriftungen. Also ich muss sagen, alle privaten Sammler, die wir eingeladen, wollten am liebsten gar keine Information geben. Also weder über die Hintergründe ihrer Sammlung, noch über die Kunstwerke, geschweige denn so. Und dann das auch einzufordern, und zu sagen, aber das machen wir jetzt, und einen Weg zu finden, okay, an der Wand wird es nicht sein, wo kann es dann sein? Diese Prozesse, das ist jetzt ein banales Beispiel, das Gravierende war natürlich dann, als dieses eine Sammlerpaar sagte, das gefällt uns jetzt hier überhaupt nicht, wir bauen das Haus um,
was eigentlich heißt, sie wollten ein White Cube im Übrigen aus diesem Gebäude machen, das so gar kein White Cube ist. Und wo wir dann sagten, das ist unmöglich. Es ist nicht möglich, es geht nicht und wir wollen das nicht. Und dass sie dann irgendwann, das ging dann so weiter mit allen möglichen anderen Forderungen, die wir nicht erfüllen konnten, und dann sind sie ausgestiegen. Und diese Konsequenz des Aussteigens dann auch zu kommunizieren und die Gründe dieses Aussteigens, das war das Ehepaar Schmitter. Und das ist auch publiziert. Nicht, der Konflikt ist sozusagen publiziert und ich muss auch sagen, das Interessante war, die erfolgreichste Ausstellung, wir haben stündlich Führungen gemacht, also das wollten die Leute auch gerne wissen, also man könnte sagen, würde das vielleicht eine Lecture-Performance, wo auch Material gezeigt wurde, weil Ammann sollte der Kurator sein im Übrigen und dann wollte er mal eine Balkenhol-Ausstellung machen, dann war aber wieder Donald Judd und so ging das die ganze Zeit und das dann sozusagen auch tatsächlich, es war... Letztendlich haben wir dann ein Theaterstück daraus gemacht, das dort aufgeführt wurde und das ist eigentlich, ich war Ihnen so dankbar, dass Sie, also wunderbar eigentlich, aber so, solche Fälle gab es ununterbrochen und das meine ich, dafür eine Form zu finden und auch dann natürlich darüber zu sprechen, die Unterschiede auch anzusprechen, zu sagen, ja warum ist das da nicht oder was du ausstellst, nicht bestimmte Kunst, die hätten wir niemals ausgestellt, dann ist sie plötzlich da, was tut das mit einer Institution und ist diese Kunst dann, ist sie öd? Ist sie blöd? Hat sie Qualität? Wo ist sie? Also das sind alles Fragen, die dann auftauchen. Und warum sind sie nicht normalerweise da? So, okay. Aber das war jetzt, ihr habt mich dazu gezwungen, aber das war jetzt etwas ausführlich. Na, aber ich finde es gut, dass wir beim konkreten Projekt sind. Ich frage mich, haben Sie es eigentlich als ungerecht empfunden? Also Sie haben das jetzt alles transparent gemacht. Sie haben diese Reihe sogar carte blanche genannt. Letztendlich ist das aber etwas, was an ganz vielen Institutionen dauernd passiert und das heißt dann... Das nicht. Nein, eben das nicht. Eben dieses öffentliche Machen nicht. Aber dass zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Galerie, eine Ausstellung kuratiert in öffentlichen Häusern, also zum Beispiel Warhols Zeichnungen in München an der Pinakothek, war so eine Ausstellung. Die hieß aber nicht Carte Blanche, sondern die hieß Warhol Zeichnungen. Nehmen wir die Ausstellung von Grotes Sammlung, seine Kiefersammlung, die jetzt an die Mannheimer Kunsthalle gehen wird als Dauerleihgabe, die in der Bonner Kunst- und Ausstellungshalle zu sehen war. Also das heißt, dieses Phänomen haben wir dauernd. Sie sind diejenige, die es transparent machen. Ich hätte zum Beispiel das andere Beispiel, das Sie genannt haben, das würde ich nie machen. Also ja. Das wäre für mich, das wäre sozusagen im Sinne der Verantwortung ein No-Go. Aus ganz nachvollziehbaren Gründen. Und es geht auch nicht darum, jetzt sozusagen auch eine Aufklärungsarbeit zu machen, sondern auch eine Form der Auseinandersetzung, des Gesprächs, der Konversation. Also ich glaube tatsächlich, vorher viel Non-Kommunikation. Ich denke aber, eigentlich sprechen wir zu wenig über bestimmte Dinge. Und das interessiert mich auch in dem, was ich tue, zu betreiben oder zu befördern und mir auch genau die Beispiele anzugucken, wo ich sagen würde, das ist ermutigend, das geht in eine ganz interessante Richtung. Nee, ich muss auch sagen, ich sage das jetzt nicht, weil ich Sie kritisieren will, sondern im Gegenteil, weil ich es interessant finde, praktisch der Versuch, so etwas zu machen, ohne es zu kommunizieren, findet sehr häufig und ständig statt. Sie haben das offen gemacht und Sie sagen, Sie sind dafür viel kritisiert worden. Mir kommt es fast ungerecht vor, dass ausgerechnet Sie dafür kritisiert werden, wo Sie es öffentlich machen und andere Institutionen, also ich habe jetzt die Fälle genannt, wo es auch Kritik gab, aber ich glaube, wenn wir genauer schauen würden, wir haben x Ausstellungen, da steht teilweise nur Privatsammlung und wir erfahren nicht, woher das ist. Also es gibt ganze Wanderausstellungen, da kann ich bei den Ausstellungshäusern, auch das habe ich öffentlich gemacht, kann ich anrufen und fragen, Entschuldigung, ich würde gerne wissen, woher die kommen und es wird mir nicht gesagt. Es gibt Dauerleihgaben in öffentlichen Museen, wo ich anrufe und frage, auch das mache ich dann öffentlich und schreibe darüber, wo ich frage, woher kommen die und wie lange sind die bei Ihnen im Haus? Und das ist in staatlichen großen Institutionen. Und mir wird gesagt, es tut uns leid, Teil des Leihvertrags ist, dass wir es nicht öffentlich sagen dürfen. Ich finde das gut, dass Sie das machen. Das finde ich total prima. Wenn es jemand noch interessiert, sich da vertiefen zu wollen, weil es ist auch die mediale Rezeption spannend. Also das wurde sozusagen, das Projekt wurde in Grund und Boden gebasht, ohne nur in irgendeiner Weise genauer hinzuhören, hinzuschauen oder jemals da gewesen zu sein. Aber die mediale Rezeption ist sozusagen Teil der Publikation. Es gibt eine sehr umfängliche Publikation und man sieht richtig, wie so eine mediale Hysterie sich aufbaut, bevor das Projekt noch begonnen hat, weil sofort dieser Reflex kam, da vermietet jemand seine Räume, die können machen, was sie wollen. Das war überhaupt nie Thema und nie Absicht, aber es ist interessant, dass dann sofort so eine Hysterisierung beginnt und unglaublich Fahrt aufnimmt. Und gegen Ende, der letzte Text ist von Maria Lind im Artforum erschienen und es ist der einzige, der wirklich differenziert über das Projekt berichtet hat.
interessant. Über 3 Jahre ging die Rezeption. 1 Jahr, bevor es begonnen hat. Und eigentlich ist es erst jetzt so, dass überhaupt, also jetzt werde ich auch oft darüber befragt. Und ich habe den Eindruck, dass ich jetzt die Diskussionen führen kann, die ich mir damals gewünscht hätte. Was sagt da? Ich finde es spannend, weil Sie gesagt haben, dass das Sie sehr interessiert, so unter Motto, wo kommen die Werke her, auch sozusagen, was ist die finanzielle Struktur, die das zusammen zustandekommen einer Ausstellung möglich gemacht hat. Ich finde, das ist in Medien häufig sehr diskret behandelt. Das ist etwas, was sehr ausgeblendet ist. Ich habe in ganz jungen Jahren mal ganz kurz für den Tagesspiegel in Berlin geschrieben, für die Seite, die hieß damals noch Kunst und Markt. Die ist damals etabliert worden, es war früher eine Auktionsseite, weil die Berliner Galerien plötzlich alle so großartige Programme machen, aber es gab eben eine ganz klare Vereinbarung über kommerzielle Aktivitäten darf nicht im Feuilleton berichtet werden. Deshalb wurden sozusagen die Besprechungen der Galerieausstellung dann in die Seite Kunst und Markt verlagert. Wie ist das heute? Ich meine sozusagen die Grenzen, wir haben es ja gerade schon gehört, werden immer diffuser. Es gibt ja wirklich kommerzielle Galerien, die Ausstellungen machen, die fast schon institutionelles, museales Format haben. Umgekehrt gibt es eben viele Institutionen, die sozusagen mit privaten Geldern Projekte ermöglichen. Wie geht man damit um? Ja, es ist sehr schwierig. Wir haben diese Trennung, die Sie beschreiben, haben wir auch. Also wir haben eine Kunstmarktseite, die erscheint jeden Samstag. Und dann haben wir das Feuilleton, wo die laufende Berichterstattung stattfindet über die Kunst. Die Trennung ist auch, dass eigentlich Galerieausstellungen auf der Kunstmarktseite sind und Ausstellungen in öffentlichen Institutionen im laufenden Feuilleton. Das ist einerseits praktisch eigentlich ideologisch fast nicht zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite von der Arbeitsteilung ist es zu rechtfertigen, weil wir wahnsinnig werden würden, wenn wir Kunstmarkt fährt auf die Messen, schaut sich die Auktionsergebnisse an, geht in die Galerien und wir machen diesen ganzen wahnsinnig großen ja auch schon institutionellen Betrieb. Da gibt es 1000 Querverbindungen und diese Querverbindungen versuchen wir auch zu thematisieren. Es ist eine Arbeitsteilung, aber an sich inhaltlich ist die kaum noch zu rechtfertigen. Das ist Teil des Problems. Diese Trennung ist ja genau das, was ich vorher meinte, dass man sozusagen auch so feinsäuberlich trennt. Das macht man nicht nur in der Berichterstattung, sondern auch Ausstellung, Diskurs, nicht? Und damit Struktur, Kunstwerk. Und das ist für mich ein Grundproblem. Dass man das nicht zusammendenkt, weil ich glaube, man müsste all diese Bereiche sehr wohl zusammendenken. Aber wir versuchen trotzdem, glaube ich, die Bereiche zusammenzudenken. Aber es ist eine Form von Arbeitsteilung. Naja, aber ich finde schon, auf diesen samstäglichen Galerie-Seiten wird ja schon auch ein sehr monetärer Diskurs über Kunst geführt. Da geht es also eigentlich immer darum, Kunstwerk X, in Klammern kostet Y, ist dort und dort zu sehen. Dann werden immer sozusagen die neuesten Auktionspreise miteinander verglichen und es gibt Rankings, immer sozusagen das teuerste Gemälde etc. Also da finde ich, treffen dann diese Welten eben doch schon sehr dissonant aufeinander, weil das natürlich auch zum Teil dann die gleichen Arbeiten sind, die sich vielleicht später dann eben in einer Ausstellung im Fridaeanum finden oder die sozusagen als Highlight für eine Sammlung akquiriert werden etc. Also grundsätzlich, dass beide Stimmen in der Zeitung vorkommen, halte ich für richtig. Es gibt diese, also bei uns gibt es bestimmt eine, also wie Sie es beschreiben, eine sehr monetäre Berichterstattung, die gibt es auch, wo es tatsächlich irgendwie, wo Auktionsergebnisse gemeldet werden, wo die Preise von Kunstwerken genannt werden und so weiter. Das gibt es bei uns auch als Leser, die brauchen wir auch als Leser. Zum Teil haben wir sie auch als Anzeigenkunden. Ich finde richtig, dass das in der Zeitung stattfindet. Ich fände nicht richtig, wenn das die einzige Stimme wäre. Also ich glaube, dass wir uns trotzdem bemühen, und da würde ich auch sagen, das ist dann wiederum redakteursübergreifend, dass wir, ich weiß nicht, bestimmte Bereiche des Kunstmarkts und dessen Verflechtungen mit dem institutionellen Betrieb und so, dass wir das auch aufzeigen. Also ich glaube nicht, das ist eine gewisse Vielstimmigkeit, teilweise ist es dissonant, teilweise werden vielleicht von einem Redakteur Sachen gelobt, die der andere Redakteur kritisiert. Dass diese Vielstimmigkeit da ist, da habe ich grundsätzlich kein Problem mit. Susanne, ich wollte dich eigentlich noch was fragen. Du hast von Zeit gesprochen, Sie haben auch von Aufmerksamkeit gesprochen. Zeit ist natürlich ein ständiges Thema bei uns
Kritikern von Umbruchszeiten, Belichtungszeiten, Abgabezeiten und so weiter. Natürlich, was ich glaube, ein Riesenproblem, was sozusagen alle Probleme, über die wir hier sprechen, nach sich zieht, ist tatsächlich ein Zeitproblem. Das ist nämlich diese ungeheure Aktivität des Kunstbetriebs, die wahnsinnig zugenommen hat. Also wenn ich zum Beispiel wenn ich die Stadt Frankfurt als Beispiel nehme, was glaube ich ein ganz gutes Beispiel ist, weil hier auch viele Leute sind, die mit Frankfurt zu tun haben, aber ich glaube auch, weil es paradigmatisch dafür ist, wie sich der Kunstbetrieb gewandelt hat, dann hatten wir mein Vorgänger Eduard Bocan bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der sagt immer, so viele Ausstellungen, wie es heute in Frankfurt gibt, gab es früher in ganz Süddeutschland. Und noch dazu haben wir natürlich viel mehr, ich glaube, wenn wir uns, vielleicht sollten wir auch die historische Perspektive, wurde immer mal angesprochen, fragen, woher das kommt. Wir haben eine Entwicklung, früher hatten wir vielleicht in Frankfurt den Frankfurter Kunstverein, der hat Zeitgenössisches gezeigt. Dann hatten wir das Stehl, klar, das ist die älteste Kunstinstitution, die haben moderat auch mal Zeitgenössisches gesammelt. Dann kam irgendwann das Museum für moderne Kunst dazu, dann kam der Portikus dazu, das Museum der Weltkulturen macht jetzt auch zeitgenössische Kunst, es gibt die Schirn, die mehrere Ausstellungen macht, und alle diese Institutionen, nicht das Museum der Weltkulturen, aber alle anderen, machen pro Jahr mindestens 4 Ausstellungen, größere und kleinere. Manche haben Sammlungen, manche haben keine Sammlung, aber es wird eine unglaubliche Masse von Kunstwerken dauernd umgewälzt, die natürlich auch finanziert werden will, einerseits das Ausstellen, die Aufmerksamkeit haben möchte und und die auch sozusagen über und auf uns hereinbricht. Hast du das Gefühl, als Kuratorin oder als Leiterin eines Hauses, du würdest zum Beispiel gerne weniger Ausstellungen machen? Die würden vielleicht 2 im Jahr reichen. Ich würde vielleicht noch mal kurz vorher ansetzen. Also ich meine, dass man ist natürlich Teil des Betriebs und ich finde das immer eine schwierige Frage, weil es hat eine totale Beschleunigung stattgefunden, auch so in den Rhythmen. Auf der anderen Seite, wenn man so guckt, Harry Seemann hat irgendwie 12 Ausstellungen im Jahr gemacht. Ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat. Also da war, wenn Attitude Becomes Form, eine davon. Also, ja, aber wenn man immer sagt, ich weiß nicht, das ist was manchmal mir richtig Angst macht, dass man manchmal überhaupt, dass man 2-3 Jahre rückblickt oder 10 Jahre, dass sich da überhaupt niemand mehr dran erinnert. Also das hat auch einen Vorteil, wenn man dann immer sehr stark im Jetzt ist. Aber ich finde es wirklich, also wenn man das doch mal bedenkt, also man denkt jetzt mal, alles ist schneller und alles ist, wir haben natürlich eine ganz andere Geschwindigkeit in der Kommunikation und da würde ich gerne manchmal eine Verlangsamung oder versuche das auch, also bei mir gibt es ganze Phasen, wo ich überhaupt nicht reise, weil ich könnte das dann auch gar nicht, weil ich mich wirklich dann konzentriere. Ich finde es eigentlich das Positive, dass so viele Menschen zeitgenössische Kunst sich interessieren und deswegen machen das auch alle. Also es ist ja auch die Frage, warum jetzt, ich finde das eigentlich super, was die dort machen, am Haus, also Weltkulturerbe, wie heißt das, Haus der Weltkulturen. Ja, ich finde das auch toll. Also aber auf der anderen Seite fragt man sich auch, okay, müssen jetzt alle zeitgenössische Kunst machen? Und bei der Schirn war das ja lange auch nicht so. Und jetzt sammelt auch das Städel noch zeitgenössische Kunst und ich finde, das, was ich vorhin mal meinte, dass man überlegt, was bin ich für eine Institution und was ist mein Auftrag. Also wir machen gerade von Paul Sherwitz machen wir ein Werkverzeichnis. Der Katalog kommt wahrscheinlich jetzt erst im Jahr dann raus. Aber ich finde, zum Beispiel wissenschaftliche Arbeit wird an vielen Museen überhaupt nicht mehr gemacht. Das finde ich wirklich problematisch, weil die permanent auf Sichtbarkeit sind. Das sind nämlich dann ganz viele Leute und Helfer, die überhaupt keine Sichtbarkeit haben und die vielleicht auch schwieriger zu finanzieren gilt. Ich meine, jetzt werde ich so allgemein und macht es vielleicht jetzt auch problematisch in dem ganzen Kontext. Aber klar, manchmal würde ich auch denken, ein bisschen weniger Arbeit wäre auch nicht schlecht. Also. Das wäre jetzt ein Plädoyer für Projekte, nicht? Weil die durchaus, wenn es gut kommt, ich weiß, es gibt natürlich auch sehr viel kurze und kurzfristige, aber es erlaubt einem tatsächlich auch über einen längeren Zeitraum zu denken. Persönlich, ich habe das gar nicht eigentlich lange mitbekommen, aber es ist so, ich kann mich nicht erinnern, wann ich die letzte Ausstellung gemacht habe, sondern es ist immer in einem größeren Zusammenhang und es geht eigentlich nie unter 2, 3, 4, 5 Jahren. So lange sind die Dinge, die ich mache. Und ich hatte jetzt, und das wird auch interessant, ich soll einen Text schreiben für einen Katalog, unter Anführungszeichen, und ich habe gesagt, das kann ich nicht,
in dieser Zeit, die Deadline ist nicht machbar, aber jetzt haben wir uns geeinigt, in diesem Katalog wird der Text nicht sein, es wird drinstehen, warum ich ihn nicht schreiben kann und ich liefere ihn später. Die Frage ist, wann, wie wird er dann erscheinen? Es ist eine große Institution, wir sind neugierig, ob sie sich darauf einlassen, das ist der Plan. Der Text wird dann erscheinen, wenn ich ihn geschrieben habe und das ist eigentlich auch eine Möglichkeit, also das gefiel mir dann ganz gut, der Künstler, den ich sehr schätze, der war so hartnäckig und hat gesagt, aber du musst, aber das wäre doch ein Weg und dann haben wir das uns überlegt und das ist für mich jetzt auch ein sehr guter Weg, das kann man auch natürlich nicht dauernd machen, aber zu sagen, nein, es ist nicht machbar in dieser Zeitspanne. Ja. Und auch diese Idee der Langfristigkeit, der kann ich sehr viel abgewinnen und auch über mehrere Jahre an etwas zu arbeiten, das tut den Projekten, Vorhaben gut. Ich sehe, ohne dass ich jetzt sozusagen die Zusammenfassung schon vorwegnehmen möchte, das Prinzip Verantwortung ist auch mit so einem gewissen Back to the Roots verbunden, also sozusagen nochmal reflektieren, was denn diese ganze Beschleunigung mit sich bringt, was diese ganze Vernetzung, was diese Hybridisierung mit sich bringt, vielleicht auch was dieser Hyperaktivismus auf allen Ebenen mit sich bringt und sozusagen dem gegenüberzustellen, den intensiven Dialog mit den Künstlern, mit den Arbeiten, aber auch natürlich sozusagen den sehr forcierten Blick auf die Aktivitäten hinter den Kulissen und vielleicht eben auch ein Plädoyer für eine gewisse Transparenz, was eben nicht heißt, dass es um Tabuzonen geht, sondern dass es eigentlich sozusagen um einen Dialog auf Augenhöhe geht und auch sozusagen ein Sichtbarmachen von institutionellen Konditionen. Also sozusagen nicht immer die berühmten Sachzwänge im Munde zu führen, sondern sehr genau zu sagen, ich mache das aus dem und dem Grund. Was ja erstmal auch wertneutral ist, aber was sozusagen zumindest, und da bin ich wieder bei meiner beliebten Sprecherposition, es zumindest sozusagen dem Gegenüber auch ermöglicht, das, was man dann sozusagen salopp formuliert, als Produkt präsentiert, zu beurteilen. Weil oft wissen wir ja überhaupt gar nicht mehr, wer eben die Akteure hinter den Kulissen sind, die an diesem Produkt, ob es eine Ausstellung ist, ob es ein Diskurs ist, ob es ein Buch ist, ob es eine Künstlerkarriere ist, so alles mitgewirkt hat. Es ist 9:10. Wir haben noch 2 sehr dichte Tage vor uns und es funktioniert, glaube ich, ganz gut und es wird sicherlich im Laufe der Zeit immer besser funktionieren, dass alle immer so ein paar Argumente auf den Tisch legen, dass sie so ein bisschen ausgehandelt werden und dass sie dann sozusagen zeitverzögert nochmal zur Wiedervorlage gelegt werden, sodass ich dann doch, glaube ich, sozusagen so bestimmte Themen und Tendenzen herauskristallisieren. Also nach sozusagen der Beschleunigung im vorigen Panel ist das hier jetzt sozusagen das historisch Denkende gewesen. Ich bin sehr gespannt. Wir machen morgen um 14 Uhr weiter mit Wien, wohin? Das ist dann sozusagen die lokale Perspektive, die allerdings, glaube ich, alles andere als lokal argumentieren wird. Insofern, ich freue mich, Sie morgen alle wiederzusehen. Danke und Applaus.